Mein neues Let's Play trägt den Titel Super Mario Brothers. Wee-hee! Ganz genau, Mario. Ganz genau, New Super Mario Bros. Wii ist das nächste Mario Bros. Let's Play in meinem Mario Bros. Marathon. Und ich finde, New Super Mario Bros. Wii ist der beste Teil der New Super Mario Bros. Serie. Zwar nicht der gesamten Mario Bros. Serie, aber der New Super Mario Bros. Serie. Ich freue mich schon riesig drauf. Und ich habe uns schon einen Spielstand freigelegt. Genau. Also zu dem Spiel gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Es ist eben der zweite Teil der New Super Mario Bros. Serie und meiner Meinung nach auch der beste. Ein Spieler und los geht's. Am besten nicht viel reden. Die meisten kennen sie ja eh. Die Story. Heute ist Prinzessin Peachs Geburtstag. Und dazu sind Mario, Luigi und die beiden Tots eingeladen. Die beiden gelb und blaufarbigen. Und was ist das? Eine Torte mit komischen Kerzen. Das sind gar keine Kerzen. Das sind die Koopaling und Bowser Jr. Sie schmeißen die Torte auf Peach und rennen damit davon. Mario, Luigi und die Tots natürlich nichts wie hinterher. Aber Bowser Jr. und die Koopalinge haben einen weiten Vorsprung. Sie benutzen nämlich das Luftschiff und damit sind sie natürlich wesentlich schneller als unsere Freunde. Und die zwei Palastwachen-Tots, die, ihr seht, die Geschenke, da sind Items drauf abgebildet und mit einer Kanone schießen sie die Geschenke Mario und Luigi hinterher. Und in diesen Geschenken sind die zwei brandneuen Items in diesem Spiel drin. Der Propellerpilz und der Pinguinanzug. Komisch, dass sie nicht die Eisblume mitgeschossen haben, die ist ja auch neu. Okay, das Luftschiff ist da. Und Larry ist der erste der sieben Koopalinge, aber das ist ja in den meisten Spielen so. Außer in Super Mario World und meinen Luigi Superstar Saga. Da nicht. Okay, eine wirklich wunderschöne Levelkarte weist dieses Spiel auf. Aber bevor wir in Level 1.1 gehen, ihr seht, Peach Schloss ist ein Level, der schon als beendet markiert ist. Da können wir jetzt zwar noch nichts machen, ich möchte euch aber trotzdem kurz zeigen. Springe gegen den Block, um Bonusfilme zu sehen. Der Ausgang ist links. Genau, hier kann man sich Bonusfilme ansehen, wie Superspiele, versteckte Starcoins und, ach ja, wie man viele 1-Ups kriegen kann. Aber ihr seht, dafür braucht man Starcoins und, naja, ich habe bisher noch keine einzige gesammelt. Und das Starcoin-System gibt es wieder, ich wette, das kennt ihr. 3 gibt es pro Level, die gehören zu den 100% und ich mache ein 100% Let's Play, also werde ich alle Starcoins und alle Secret Exits holen. Also, Level 1.1. Also ich habe es ja schon gesagt, ich finde, das ist der beste Teil der New Super Mario Bros. Serie. Und, oh, dieses Düdelüdü kommt aus der Fernbedienung. Da ich den Ton hier nicht höre, na toll, kann ich jetzt viele Soundeffekte hören. Tja. Also wie gesagt, ich habe mich damals riesig gefreut, als es 2009 rausgekommen ist. Ich habe nämlich damals extrem gerne New Super Mario Bros. Für den DS gespielt. Und da habe ich mich natürlich extrem gefreut, als ich gehört habe, wow, ein Wii-Ableger. Und den habe ich mir natürlich sofort gekauft. Und ihr habt es vielleicht an Spielstandmodus, also bei den Spielständen schon gesehen. Ich habe dieses Spiel sehr, sehr oft gespielt. Da waren ja zwei Spielstände, wo schon viele Sterne waren. Und ich habe, glaube ich, fünfmal mehr gespielt, als es Spielstände gibt. Also das ist jetzt, glaube ich, der sechste oder siebte Spielstand, den ich hier angefangen habe. Also ihr seht, dieses Spiel finde ich wirklich klasse. Und naja, es wird mir sehr viel Spaß machen, es zu Let's Playen. Okay, und da ist schon das neue Item, der Propellerpilz, genau. Es gibt mal wieder ein Flug-Item, so wie den Tanuki in Super Mario Bros. 3 und die Feder in Super Mario World, hat man hier den Propellerpilz. Mit dem kann man, wenn man die Wii-Fernbedienung schüttelt, für eine kurze Zeit fliegen. Wie beim Tanuki ist es leider nicht endlos. Also das Prinzip von der Feder, naja, ist leider nicht drinnen, aber naja. Das finde ich eigentlich auch gut, sonst wäre es ein bisschen zu leicht. Okay, da unten ist die zweite Starcoin drinnen in dieser Röhre, aber ich glaube, diese Röhre, die ist leider nicht ewig da. Wenn man die einmal verpasst hat, kommt sie nie wieder. Okay, also, tja, wie gesagt, tolles Spiel.
Und ein bisschen muss ich mich an die Steuerung wieder gewöhnen. Ich kann es zwar recht gut, aber ich habe es jetzt schon längere Zeit eigentlich nicht mehr gespielt. Und genau, das erinnert mich noch, hier oben war die dritte Starcoin. Tja, an die Steuerung muss ich mich wieder ein bisschen gewöhnen, denn ich habe seit längerer Zeit kein Let's Play mehr gemacht, wo ich die Wii-Fernbedienung seitwärts halten muss. Muss mich wieder ein bisschen dran gewöhnen. Aber egal, Level 1-1 zu 100% abgeschossen mit allen drei Starcoins. Und da es hier kein Secret Exit gibt, Hakal. Tja, ich werde alle Starcoins sammeln, um... Na gut, die Bonusfilme im Schloss werde ich nicht zeigen, aber ich finde, die Starcoins reichen. Okay, Level 1-2 und ihr seht schon an dieser... an diesem Loch da hinten, das ist ein Höhlenlevel, aber das ist ja in den meisten Mario Bros. So. Super Mario Bros. 1 war so, Super Mario Bros. Lost Levels war so, Super Mario Bros. 2, 3 und World? Eigentlich nicht. Oh, die Eisblume, da haben wir gleich das zweite neue Item. Die Eisblume erlaubt Gegner, auch knochentrocken, man glaubt es kaum, einzufrieren und man kann die, die eingefrorenen Gegner dann sogar noch werfen. Also ich mag die Eisblume irgendwie. Und der Po-Block. Ihr kennt wahrscheinlich die Funktion noch vom klassischen Mario Bros. Naja, Mario Bros. Dieses komische Spiel, wo man Punkte machen muss. Ich glaube, von dem gab es auch einen Arcade-Automaten. Von daher stammen die Po-Blöcke und die hat man hier wieder eingeführt. Okay, wieso hole ich mir eigentlich eine zweite Eisblume? Es gibt hier ja leider kein Inventar, so wie im DS-Vorgänger und in den alten Mario Bros. Spielen. Okay, ich glaube, da oben ist die zweite Starcoin und genau hier hat man schon... Oder? Ja? Ach so! Gut. Ihr seht, die Münzen nicht einsammeln, denn ohne die kommt man nicht drauf. Na bitte, Starcoin 2! Also, die Starcoins sind in Welt 1 ja noch wirklich leicht versteckt, aber glaubt mir, das Spiel wird langsam, aber... sicher immer kniffliger. Boah, die letzten zwei Welten, die sind hart. Und oh, mit dem Stern hier. Da kann man jetzt super eins abs machen. Das habe ich von einem dieser Bonusfilme im Schloss gesehen. Also ihr wisst ja, diese Bonusfilme, wo man die Starcoins braucht. Die werde ich, wie gesagt, alle nicht zeigen, aber ich möchte sie alle freischalten. Also das heißt, alle Starcoins sammeln und dann auf Film ansehen klicken. Aber ich werde die Filme nie zu Ende zeigen, dass dazu müsst ihr das Spiel selbst spielen und alles, alles Starcoins sammeln. Ja. Aber das ist wirklich nützliches Material, vor allem die, na toll, die Super-Spiele. Genau, da gibt es ja Super-Spiele, ihr habt ja gesehen, der erste Film, der gerade zur Verfügung war, das war so ein Super-Spiel und da gibt es wirklich lustige. Zum Beispiel die in Welt 1, 3 und 3, 5, die Mehrspieler-Super-Spiele, die finde ich super. Tja, der Mehrspielermodus in diesem Spiel, den finde ich auch klasse. Da habe ich oft gerne mit Basic Andreas zusammengespielt. Das ist lustig. Vielleicht ist er ja mal in einem Part meines Let's Plays dabei, als Co-Spieler. Wer weiß, wer weiß. Aber die meisten Parts werde ich, glaube ich, alleine spielen. Aber wer weiß, vielleicht kommt er ja einmal und spielt mit. Tja, aber wie gesagt, das Spiel ist wirklich das Beste... Und ich finde, es hat noch klassisches Super Mario Bros. Feeling. Nur Super Mario Bros. 2 und U finde ich irgendwie nicht mehr so gut. Aber das hier, das ist noch ein echtes Super Mario Bros. Ist auch nicht so schwer wie New Super Mario Bros. DS. Und ach ja, vor lauter Gequatsche habe ich jetzt vergessen. Das Toadhaus, ihr seht's? Power-Up-Tafeln, das ist eigentlich recht lustig. Es wird eh erklärt, drehe Tafel mit 1 um, suche 2 identische Items, nicht diese 2. Genau, wenn man ein Bowser Junior oder... Genau, also einer macht nichts, aber 2 sind blöd. Okay, ich hoffe, ich kriege das jetzt hin. Hier kann man Items fürs Inventar kriegen. Das Inventar ist aber diesmal etwas anders als wie bei den anderen Mario Bros. Spielen. Man kann es nur auf der Weltkarte bekommen. Und zwar, da müsst ihr dann 1 klicken und wow, ich habe hier eigentlich extrem viel Glück. Toll. Gut. Wirklich gut bin ich hier. Wow, ich krieg hier massenhaft Items. Den Pilz auch noch? Okay, das war's mit meiner Glückssträhne. Okay, naja, aber viel hätte ich nicht mehr gehabt. Und ich habe massenhaft Items gekriegt. Also ich zeige euch das Inventar jetzt am besten kurz. Das ist nämlich ziemlich schwer zu beschreiben. Okay, 1 und dann, ihr seht, hier könnt ihr euch ein Item aussuchen. Wenn ihr das wählt, dann habt ihr es und das... Das werde ich wahrscheinlich auch öfter verwenden, aber es ist wirklich nur für den allerhöchsten Notfall. Und diese Tothäuser, die erneuern sich auch nicht. Erst wenn man Game Over geht, sind die neuen. Okay.
Level 1, 3. Das ist der erste Level im Spiel, der einen Secret Exit aufweist. Hm. Und den werde ich euch natürlich zeigen. Oh, und noch etwas. Ist es da schon? Nö, noch nicht. Hammer, Bruder. Ich hasse euch. Hm. Schon seit NES. Ja, aber hier sind sie bei weitem nicht so nervig. Genau, Yoshi. Yoshi, den gibt's hier. Hm. Also ich finde es super, denn ihr habt Yoshi ja schon in meinem Super Mario World Let's Play gesehen. Das habe ich ja auch vor kurzem Let's Played. Und ich finde es wirklich super, dass Yoshi hier vorkommt, denn im Vorgänger New Super Mario Bros. DS gibt es ihn ja nicht. Und? Eins ab? Nö. Hm. Oder? Oh! Ah, Mist, einen Gegner zu wenig. Ich hätte beide Koopas reinschleudern sollen. Okay, und diese Beeren, ich finde, sie sehen immer noch wie Äpfel aus. Haben dieselbe Wirkung wie in Super Mario World. Wenn ihr viele davon isst, ich glaube 5, dann legt Yoshi ein Ei, wo ein Item drin ist. Und, ah ja, genau, wenn ihr, das ist auch wieder wie in Super Mario World. Vieles wurde von Super Mario World übernommen. Zum Beispiel, wenn ihr erwischt werdet, dann verliert ihr kein Item, sondern Yoshi rennt weg. Aber ihr könnt ihn jederzeit wieder einfangen. Und, ah ja, jetzt legt das. Eisblume? Oh, aber anders wie in Super Mario World, kann man die Items nicht erhalten, indem man sie nur schluckt. Yoshi muss sie dann wieder ausspucken und dann einfach so berühren. Okay, hier gibt es eine fiese Starcoin, und zwar hier. Ich muss ehrlich zugeben, dass das habe ich beim ersten Mal durchspielen gar nicht gefunden. Okay. Ich werde natürlich alle Starcoins sammeln, aber ich glaube, das sagte ich schon. Ach ja, ich wollte noch ein bisschen was zu Yoshi sagen. Und zwar, genau, ich kann sie jetzt wieder zeigen. Wenn ihr noch einen Yoshi findet, dann ist da meistens ein 1-Up-Pilz oder ein normaler Pilz drinnen. Also zwei Yoshis gleichzeitig, das kann nicht sein. Ich konnte nicht sein. Obwohl, dieser Spruch ist eigentlich anders gemeint. Wow, okay. Hey, Yoshi, bleib stehen. Ihr blöden Hammerbruder. Die Hämmer kann man auch essen. Na toll. Jetzt habe ich Yoshi nicht mehr. Mit dem hätte ich jetzt einen Flattersprung bis an die Spitze machen können. Tja, blöd, blöd. Aber ich muss in den Level ja eh nochmal rein, denn da gibt es ja noch einen Secret Exit. Ach ja, im Mehrspielermodus, oder gibt es das auch im Einspielermodus? Naja, wenn die bunten Yoshis gibt es im Gegensatz zu Super Mario World jetzt öfter. Oh ja, das gibt's auch, das ist auch neu. Mario, wir haben diesen Brief im Schloss halten, er weiß nichts Gutes! Ich habe deine Freunde, die tot sind, Fragezeichenblöcke gesteckt. Wenn du ihnen helfen willst, bist du auf dich allein gestellt. Hehe. Genau, er meint, dass das nicht im Mehrspielermodus geht. Ich sorge mich um meine Freunde, wenn du sie siehst, trage sie zum Ziel. Und ein Goomba springt auf den Busch und er haut mit dem Tod ab. Also, das bringt wirklich nichts. Der Tod ist dann in irgendeinem Fragezeichenblock, wo normalerweise ein Item oder eine Münze drin ist, versteckt. Und, ihr müsst ihn dann zum Ziel fahren und dann gibt er euch meistens ein 1-Up-Pilz oder ein Item. Ich weiß nicht mehr so genau. Das mache ich nie. Das finde ich blöd. Ich weiß die armen Tots, aber das werde ich nie machen. Das ist einfach nur Blödsinn. Ich bin doch wohl gut genug, das ohne massenhafte 1-Ups und, Items zu schaffen, das Spiel. Ich weiß gar nicht mehr so genau, was man dafür kriegt, denn ich habe den, wie gesagt, fast nie gerettet. Und Mario ist eigentlich ganz schön stark. Ich meine, der kann so einen riesen Hammerbruder-Eisklotz schleppen. Na bitte. Okay, da mal wieder unseren geliebten Yoshi. Yoshi ist mein Lieblingscharakter in der Mario-Serie. Habe ich das eigentlich schon mal erwähnt? Okay. Ich glaube, das wird jetzt wieder nichts. Genau, wie könnte ich ihn das schaffen? Ich muss den irgendwie runterdringen. Aber, das geht ja gar nicht. Naja, egal. Okay, ja, Secret Exit wollte ich ja holen. Weg mit dir, Hammerbruder. Der ist eigentlich sehr schwer versteckt hier. Moment, ich hoffe, ich komme da jetzt ran. Aber ich habe es ja schon so oft durchgespielt, da werde ich es doch jetzt auch schaffen können. Und zwar... Das geht nur mit Yoshi. Ihr müsst darauf. Ihr seht, dann könnt ihr da oben laufen. Das sind Münzen. Und da ist eine Röhre. Und dann bitte, hier ist der Secret Exit. Okay, Flattersprung bis nach oben. Na bitte, geschafft. Aber es wird jetzt gleich einen Unterschied zu Super Mario World. Yoshi kommt nie mit. Er winkt immer nur.
Schade eigentlich. Ich hätte gern gehabt, dass man den in jedem Level kriegen kann. Aber nein, nö. Den gibt's leider nur in bestimmten Leveln, wo er vorprogrammiert ist. Okay, Kanone. Die Kanonen werde ich nie nehmen. Außer, wenn ich schon in der Welt bin, wo sie hinführen. Diese hier zum Beispiel führt nach Welt 5. Also da kann man sich jetzt ganze 3 Welten sparen. Aber die nehme ich erst, wenn ich in Welt 5 bin. Okay, also es gibt 3 verschiedene Arten von Tod-Häusern. Ein solches Item ist immer gut zu gebrauchen, hier bitte! In den gelben Tod-Häusern kriegt man immer einen Stern fürs Inventar. Das ist immer gleich. Naja, die Sterne im Inventar... Ich finde es nicht so wirklich, der Brüller. Okay, erste Burg. Kampf gegen Larry. Genau, es gibt immer 2 Kämpfe mit dem Koopalingen pro Welt. Einmal in der Burg, also ich nenne es mal Burg oder Turm. Die Türme waren eher die in New Super Mario Bros. DS und New Super Mario Bros. 2. Also das waren Türme und das hier ist eine Burg. Glaube ich zumindest. Denn ihr seht ja, das hier sieht aus wie so ein kleines Bürkchen, wie so ein süßes kleines Bürkchen. Und, ach ja, ich kann es ja euch jetzt auch zeigen. Knochentrocken kann man endlich, endgültig besiegen. Das ging in den vorigen Spielen nicht. Obwohl in Super Mario World ging's. Das wird ja immer falsch bezeichnet. Es wird ja immer gesagt, yay, das endlich das erste Spiel, wo man Knochentrocken endgültig erledigen kann. Stimmt nicht, das ging auch schon in Super Mario World mit der Feder. Nur, in Super Mario World... Keine Ahnung, warum das niemand weiß. Okay, hier ist eine fies versteckte Starcoin. Ihr seht, es gibt wie in New Super Mario Bros. U versteckte Gänge. Die sind meist da, ihr seht es bei diesen grünen Blöcken. Die grünen Blöcke sind ja meist die Umrandung, aber ihr seht, da waren lauter grüne Blöcke und da ist jetzt Quetschgefahr. Quetschgefahr. Okay, na toll. Und diese Blöcke, es gibt so viel zu erzählen zu dem Spiel und ich komme irgendwie gar nicht dazu, alles zu erzählen. Mann, oh Mann. Also, ich finde es einfach toll. Habe ich irgendwas noch nicht erzählt? Ich weiß noch nicht. Tja, und dann nehme ich jetzt einfach den anderen Weg. Ich habe die Starcoin ja. Okay. Ich muss mich noch ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Ich finde es gut, aber ich habe schon länger nicht mehr gespielt. Okay, und ich glaube, jetzt kommt es gleich zum Kampf, oder? Obwohl, nö, jetzt kommt noch das hier mit den roten Münzen. Also, das kennt ihr ja wahrscheinlich. Wenn ihr 8 rote Münzen innerhalb des Zeitlimits einsammelt, kriegt ihr ein Item. In dem Fall eine Feuerblume. Die Feuerblume muss ich euch nicht erklären, oder? Die kennt fast jeder. Okay. Oh. Hey! Und rein da. Aber, ach ja, ich wollte ja noch was sagen. Da oben, oder besser gesagt zeigen, neben der Tür ist meist auch irgendwo ein verstecktes Item. Hi Larry. Okay, dreimal auf seinen Kopf springen oder immer schön Feuerbälle auf ihn schießen. Das geht auch, aber es ist eigentlich wesentlich schneller, wenn man auf ihn drauf hüpft. Oh, na toll, jetzt kann ich sie nicht mehr. Okay, einmal... 50 Feuerbälle auf ihn schießen, oder? Ich weiß gerade die Menge nicht. Hey! Na bitte, geht doch. Na, jetzt liegt's klar blöd da. Okay, und es gibt, wie gesagt, noch einen zweiten Kampf im Schloss. Und nach jeder Burg oder nach jedem Schloss oder nach jedem Geisterhaus kann man abspeichern. Okay, na dann würde ich sagen, das war's für den ersten Part und ich möchte euch jetzt noch ganz kurz etwas zeigen. Hier könnt ihr nachschauen, ob ihr eh alles Starcoins habt und wie viele Level es gibt. Ich wusste nämlich eine lange Zeit nämlich gar nicht, dass es einen versteckten Level in Welt 8 gibt. Okay. Okay. Also, bis zum nächsten Part. Tschüss.